Fußballgroßereignisse sind für Fußballfans ein unvergessenes Erlebnis. Vor allem für diejenigen, die solch ein Event vor Ort miterleben können. Die Weltmeisterschaft 2006 hat Fußball-Deutschland bis heute geprägt. Das ist eines der besten Erlebnisse in unserem Leben! Einfach nur geil! Solche Veranstaltungen auf zwei Länder zu verteilen, hat sich ebenfalls bewährt. Zuletzt fand die Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine statt, 2008 in Österreich und der Schweiz. Doch was ist, wenn in 13 verschiedenen Ländern ein Turnier ausgetragen wird? Kann eine Fußball-Euphorie über den gesamten europäischen Kontinent transportiert werden? Ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, weil es mal ein neuer Schwung ist, es ist mal irgendwas Neues einfach und man kann vielleicht die Euphorie auf mehrere Länder verteilen. Ich habe lieber, wenn es in einem Land nur ist. Das glaube ich nicht, dass das die gleiche Stimmung aufkommt. Also wenn 10.000 Fans bereit sind, nach Brasilien zu fliegen, werden die sich noch in Europa einfinden können. Die Idee einer paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft wird erstmals 2012 vom Präsidenten der UEFA, Michel Platini, vorgestellt. Zum 60. Geburtstag der EM soll etwas Einmaliges her. Die Idee ist, die Europameisterschaft nicht nur in einem Land, sondern in ganz Europa auszutragen. Aber das ist bislang nur eine Idee. Im Dezember 2012 fällt die Entscheidung. Die UEFA will Platinis Vorhaben in Realität umsetzen. Bedeutet, die Endrunde der EM 2020 in 13 unterschiedlichen Ländern auszutragen. In 12 Ländern finden alle Partien bis zum Viertelfinale statt. Zwischen London und München fällt dazu die Entscheidung, wer die Halbfinals und das Finale ausrichten darf. Es ist eine reizvolle Geschichte. Ich meine, in Europa wird ja sehr viel von der EU gesprochen und ich glaube, dies ist eben auch mal eine Möglichkeit, dass sich Europa im Fußball zur Gänze darstellt. Sollte der Deutsche Fußballbund, angeführt von Präsident Niersbach, den Zuschlag für die Ausrichtung der EM 2024 bekommen, wonach es aktuell aussieht, überließe man London die Halbfinals und das Finale. München würde sich dann für die Gruppenphase bewerben und hätte 2 Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft garantiert. Ich mag die Allianz Arena, ist ein schönes Stadion. Ich denke, München hat es da verdient. In München fände ich schon ganz gut. Also in Deutschland überhaupt. Das ist ja auch vom Finanziellen her, hat ja auch Deutschland dann seine Vorteile. Besonders auch da München hat seine Vorteile dadurch. Gastronomie und so weiter und so fort. Wir haben eine tolle Stadion hier mit der Allianz Arena. Also wäre ich absolut dafür. Der logistische Aufwand für eine paneuropäische EM ist immens. Wie man beispielsweise die Ticketvergabe regeln möchte, ist noch unklar. Und dennoch überwiegt die Vorfreude bei den Verantwortlichen. Zum einen gibt es die Möglichkeit für viele oder einige Städte und Länder, eine Europameisterschaft zumindest zum Teil durchzuführen, die sie sonst nie durchführen könnten, wenn sie es alleine machen müssten. Und vor allem können die Organisatoren auf bereits bestehende Infrastrukturen zurückgreifen. Millionenschwere Investitionen in neue Stadien entfallen. Wir hatten gerade eine Weltmeisterschaft, da sind ja überall für relativ große Summen neue Stadien entstanden. Mitten in einer Finanzkrise kann man einfach gewissen Ländern, eigentlich keinem Land, zumuten, möglicherweise dreistellige oder Milliardeninvestitionen vorzunehmen, um eine Stadioninfrastruktur zu bauen. Das ist nicht vermittelbar, wenn gleichzeitig in halb Europa Sparkonzepte auf dem Tisch liegen. Doch es gibt auch Kritiker der Euro 2020. FIFA-Präsident Sepp Blatter zum Beispiel. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Turnier zerpflückt auf 13 Nationen erfolgreich sein kann. Ein Weltcup, wie der ist, der muss doch in einem Land gespielt werden. Die UEFA macht jetzt einen Versuch, aber sie sind schon so weit, dass sie das als einen Versuch betrachten. Aber ich wiederhole, ein Wettbewerb muss ein Herz, ein Geist und ein kompaktes System haben. Vielleicht nutzt Blatter aber auch nur die Gelegenheit, um gegen seinen Erzrivalen Platini zu poltern. Natürlich ist ungewiss, ob sich Fußballfans verschiedener Nationen an unterschiedlichsten Orten Europas emotional verbinden lassen. Wird die EM 2020 tatsächlich ein paneuropäisches Fest? Es ist ein einmaliger Versuch zum 60. Geburtstag der Fußball-Europameisterschaft.